zu What Have You Done, Father, dem vierten Part. Und ich nehme stark an, auch dem letzten, auch wenn es sich ein bisschen ziehen wird. Ansonsten wird wahrscheinlich noch ein fünfter kommen, der in der Hauptsache aus Abspann besteht. Und das ist auch nicht geil. Gehen wir direkt rein, würde ich sagen. Los geht's. Wir hatten ja zuletzt eine sehr bizarre Begegnung mit Felix und eine unangenehme Erfahrung durch ein Verhör durch einen Kommissar. Und jetzt haben wir noch das Telefonat mit dem Bischof. Das war aber schon im letzten Teil drin. Das würde ich jetzt einfach mal skippen. Ja, gute Fragen und hier hat sich auch vieles verändert. Ich nutze gerade mal die relative Ruhe, um vielleicht nochmal kurz zusammenzufassen. Jedenfalls ist hier die Leiche plötzlich verschwunden, samt Kiste. Und diese Kiste wurde aber an den Strand angespült mit Teilen von Leichen. Und die Beschreibung passt in etwa auf eine Frau, mit der, nee, nicht Felix war, sondern Josia, ne? Mit der Josia ausbüchsen wollte, mit der er eine Affäre hatte und der sogar ein Kind gemacht hat, das auch schon entbunden hat, im zweiten Monat wohl war. Und wir denken an den zweiten Teil zurück mit der Begegnung mit der Frau und dem ausgesetzten Baby. Also hier hat sich richtig was angebahnt. Und das Telefonat mit dem Bischof zuletzt ging ja nochmal unter anderem über Felix, dass der wohl unangenehm aufgefallen sei, dass die Kiste dieser Sakristei zugeordnet werden konnte und dass das einige unangenehme Fragen aufwerfen wird. Wir sollen uns ruhig verhalten, er wird das regeln und es ist wohl nicht das erste Mal, dass er etwas für die Kirche regeln musste. Aber kirchentreu betrachtet er es als Prüfung durch den Heiligen Vater. So, und jetzt haben wir hier die ganzen seltsamen Zeitschriften verstreut liegen. Was hat er denn dazu zu sagen? Es ist verrückt. Ist das eine Art Witz? Also das Gesamtbild soll uns, glaube ich, sagen, haha, er tappt. Du Schmutzfink. Sind wir hier? Oh, das ist interessant. Nur ein Glas Wein. Stimmt. Hier hat sich ja eigentlich noch nichts verändert seit der Begegnung mit Marina. Okay, ich habe das Gefühl, jemand erlaubt sich einen Spaß mit mir. Aber ich kann es nicht leiden. Ja, es ist in der Tat sehr seltsam, was hier gerade abgeht. Aber ich glaube, das soll es uns sagen. Er tappt. Aber besonders augenfällig ist natürlich, dass ein Glas fehlt. Das ist natürlich schnell gemacht. Könnte uns aber vielleicht auch was sagen, weil warum sollte das jemand tun? Es sei denn, diese Person will, dass wir so ein bisschen in den... Ist das ein echtes Baby? Nein, okay. Er bezeichnet es als Szene, okay. Okay. Ja, er sagt aber auch, es ist bemerkenswert lebensecht. Ich weiß nicht, warum es mir so einen Schauer über den Rücken laufen lässt. Aber ich sehe, unter dem Handtuch ist es aus Holz gemacht. Es ist beruhigend. Okay, Heilige Mutter Gottes. Stimmt. Das ist ja die Jungfrau Maria. Ah ja, natürlich, sie hat ein Kind entbunden. Oh Gott, ich bin so blöd. Ich dachte gerade, ja, natürlich, sie war Jungfrau, wie kann sie ein Kind haben? Skandal! Aber nein, das ist ja völlig plausibel irgendwie. Ja, das wird eine anstrengende Folge heute. Ich sag's gleich, ich bin relativ müde. Und ich habe mir ein Spiel ausgesucht, wo ich viel übersetzen musste, was nicht so zu meinen Stärken gehört. Das wird noch interessant werden. Ich hoffe, wir werden alle den Plot einigermaßen kapieren. Okay, machen wir erstmal weiter, würde ich sagen. Ja. Okay, es ist jedenfalls sehr bizarr. Dieses Arrangement in seinem Zimmer. Das hier neben dem Weihnachtsbaum. Muss nichts heißen, könnte sehr viel bedeuten. Und das Radio flackert schon wieder, das ist nicht gut. Amidst the frantic search for the missing victim's head, a new threat looms over the city. The rising floodwaters unleashed by the storm. The old fish market, the epicenter of the gruesome discovery, now lies submerged, its dark corners concealing potential evidence crucial to solving the heinous crime. As the waters surge, locals dread the possibility that body parts may be further dispersed throughout the city, carried by the swift currents. This grim prospect fuels the mounting terror gripping the community, only adding to the fear that the perpetrator, emboldened by anonymity, may strike again with impunity. Amidst the chaos and uncertainty,
Authorities work tirelessly to assuage public fears, urging citizens not to succumb to panic. While the floodwaters present an obstacle to the investigation, law enforcement remains undeterred in their pursuit of justice. With a growing list of suspects under scrutiny, every effort is being made to apprehend the perpetrator and bring closure to the grieving community. Okay, es geht nochmal um den Fall und dass der für Aufruhr sorgt. Naja, und die ganzen Umstände, die wir schon kennen, an Land gespült, in der Gegend verteilt, die Teile. Ja, ich erinnere daran, weil es mir auch gerade selbst erst wieder eingefallen ist. Der Kopf der Leiche fehlte bisweilen noch, weshalb die Identität bisher noch nicht einwandfrei ermittelt werden konnte. Genau, und es wird hier öfter oder wiederholt von dem Perpetrator berichtet. Möglicherweise ist hier schon ein Serienkiller vorbekannt, den alle fürchten, der das auch nicht zum ersten Mal gemacht hat. Ah, das ist auch interessant. Das ist das Teeservice, das er gerichtet hatte. Und er hatte es eigentlich mit hochgenommen mit ihr. Aber hier steht's noch, völlig unberührt. Auch der Kessel steht hier noch. Kalter Tee, Erdbeeren. Also das wäre schon perfide, wenn das jemand so hergerichtet hätte. Wer sollte das gewesen sein? Entweder Josiah ist ein hervorragender Schauspieler oder es war Felix. Okay. Kann ich hier denn vielleicht raus? Oh, noch eine Magazin. Okay. Ah, auch wieder so eine geheime Botschaft in dem Magazin. Josiah, du wirkst besorgt. Es ist, als würdest du mich nicht mehr kennen. Ich habe das Gefühl, du verbirgst etwas. Dein Verhalten hat sich zuletzt sehr verändert. Und ich weiß nichts damit anzufangen. Du bist nervös. Und es scheint so, als könnte dich nichts aus deiner Stimmung reißen. Du bist voller Verärgerung. Ich kann das fühlen. Bitte sprich mit mir. Du weißt, ich bin dein bester Freund, Felix. Ja, das ist so verworren. Zwischen Felix und Josiah scheint da was sehr Intimes stattzufinden. Das liest sich zumindest ein bisschen mehr als eine Freundschaft, insbesondere weil es in diese Magazine gewickelt ist. Aber Josiah hatte ja auch diese Affäre mit dieser Frau, mit der ich möglicherweise auch eine Affäre hatte, die jetzt aber in Frage steht und die mit irgendeinem Nazi-Arsch zusammen war, der sie terrorisiert hat und von dem sie sich losgesagt hat, wenn denn der Brief wahr ist. Das wirkt alles sehr verdächtig inzwischen. Das muss man alles, man kann es auch im Konjunktiv formulieren oder ein Anführungszeichen setzen oder sonst was Kluges tun. Ihr wisst schon, was ich meine. Weiter geht's. Ja, hier hätte der Tee stehen sollen. Ja, okay, ich hab's jetzt falsch rum. Ich sollte jetzt unten checken, habe ich aber schon. Ich hoffe, das erzeugt jetzt kein Softlock, dass ich mir das nicht mehr angucken kann. Okay, ich kann es mir nicht mehr angucken, aber vielleicht geht es ja trotzdem irgendwo weiter. I'm going to check around and downstairs. Something feels really off. I have the feeling that someone is toying with me. Gut, vielleicht gibt es ja noch einen Hinweis, den ich noch nicht gesehen habe. Ansonsten könnte ich jetzt das Problem haben, dass hier schon alles abgegrast ist und ich deshalb das nächste Ereignis nicht triggern kann. Gut, den hatten wir schon. Ah, hier ist noch eins. Oh, gut. Oh mein Gott, ich hoffe, das Kind lebt immer noch. Vielleicht versteckt Rossia es an diesem Ort. Wenn man bedenkt, dass er betrunken ist und sich seltsam verhält, ist so ziemlich alles möglich. Hä? Achso, ich will noch nicht runter. Es ist keine Elektrizität dort unten und die Holztreppe ist nicht sehr vertrauenserregend. Okay, geht klar. So, was machen wir jetzt als nächstes? Wir können ja mal nach... Geht nicht. Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Ja, da ist noch was. Ach, das Magazin hatte ich auch schon. Okay. Was meint ihr? Ist das gemalt oder ist es KI generiert? Das hatte ich auch schon. Ja, ich hatte alle. Ich hatte, glaube ich, gerade ein Achievement dafür bekommen, dass ich alle gefunden habe.
Wir haben jetzt eventuell ein kleines Problem. Das hatten wir auch alles schon. Eventuell muss ich nochmal neu starten. Das kann schon mal passieren. So, das war offenbar tatsächlich mein Fehler. Das war kein Softlock. Ich habe den hier übersehen. Hatte er nochmal neu gestartet und habe da beim Dialogfenster offenbar zu viele Tasten gleichzeitig gedrückt und dann war ich wirklich gelockt. Ja, aber hier, folgendes. Ich brauche hier offenbar die Nummer, um ihren Koffer zu öffnen. Ist die Frage, welche Nummer? Vielleicht schauen wir nochmal, wie viele Stellen. 4, 8. Also, es wird ein Datum sein. Und hier liegt was. Vielleicht nehmen wir mal den 10.02.1948. Nur so für Spaß. Na? 10.02. Was war das? 1948? Oder was habe ich gesagt? Warum antwortet mir keiner? Okay, war das überhaupt richtig? Ja. Aber das Datum war es demnach nicht. Habe ich irgendwelche Papiere bei mir? Nein. Hat sie irgendwas hinterlassen? Moment, vielleicht muss ich auch rechnen. Ich soll es mal durchlesen. Also das war, ist der Tag der Entbindung. Ach nee, 6. Oktober können wir nochmal probieren. Hier, und es lag nicht an mir. Ich komme hier nicht mehr raus. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich muss das Spiel leider nochmal neu starten. Ist gerade so ein bisschen der Wurm drin. Aber ich merke mir schon mal 6.10.1948. So, und wir sind wieder drin. Und jetzt schauen wir mal, ob es der 6.10. ist. Wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Das ist immer vorausgesetzt. Passiert nichts, ne? Ich mag nicht nochmal das Dokument öffnen. Passiert bestimmt wieder irgendwas Doofes. Ich hatte offenbar zu Deutsch gedacht. Ich habe es jetzt nochmal anders eingegeben. Das Datum, jetzt passt es. Oh, was haben wir hier? Oh, ein Bild, als sie schwanger war. Es muss ein paar Monate alt sein. Despite his betrayal of vows, my prayers were for Josiah's soul and the safety of the innocent child. In the heat of the moment, driven by jealousy, a man may succumb into the depths of depravity, committing the most abominable acts. Could Josiah's hands be tainted with blood? Okay, er verdächtigt Josiah. Josiah, so spricht das aus. Okay, dann mache ich diese Folge vielleicht auch mal richtig. Okay. Okay, ich soll die Sachen hier in Ordnung bringen. Oh, so bringe ich sie aber nicht in Ordnung. Wie soll ich das machen? Okay, die Sachen soll ich offenbar schon mal nicht in Ordnung bringen. Vielleicht mal den Kinderwagen weg? Nee. Okay, die Polizei wird bald zurück sein. Ich muss die Dinge in Ordnung bringen. Also naheliegend fände ich hier mal einen Kinderwagen aus einem Haus, wo nur Fahrer unterwegs sind, wegzuschieben. Aber irgendwie ist er hier gerade anderer Ansicht. Was soll ich denn in Ordnung bringen? Gut, Pater, wo fangen wir an? Erklär's mir. Sprich mit mir. Gut, das kenne ich auch alles schon. Soll ich hiermit vielleicht auch... Ich meine, das ist ja vielleicht auch ein bisschen auffällig. Nur so ein Gedanke. Okay.
Dann machen wir einfach die Tür zu und lassen niemanden rein. Und diese Zeit? Na, wenn das nicht der Bulle ist. Es ist der Bulle. Guten Abend, Pater Matthias. Um ehrlich zu sein, hätte ich nicht gedacht, dass Sie reagieren. Guten Abend. Wo liegt das Problem? Es ist etwas spät. Keine Sorge, Pater Matthias. Ich bin von der alten Schule. Keine Frau wartet auf mich. Ich bin rund um die Uhr unterwegs. Oh, wo wir von der Matriarchanin sprechen, Pater. Sie haben einen Kragen, aber keinen Ring? Ich meine, sehen Sie sich an. Jung und schneidig. Wohlgeraten und sehr respektiert in dieser Gegend. Ich meine, ich bin mir sicher, Sie sind eine gute Gesellschaft. Kommen Sie schon, spielen Sie nicht so schüchtern. Wir sind alle Männer hier. Rotes Blut pumpt auch durch Ihre Venen und all das. Manchmal trifft es einen wie ein herannahender Zug. Oh, das ist eine geile Perspektive gerade, ne? Wie er so auf ihn... Eigentlich stehen sich gegenüber, aber er blickt auf ihn herab. Cool, gut gemacht. Und wenn Sie in der Situation sind, kann Ihnen nur der Kuss einer wunderschönen Rothaarigen mit grünen Augen Ihren Durst stillen. Hören Sie, Sie sprechen hier mit dem Opfer. Über das Opfer, so. Eigentlich bin ich hier, um über Sie und Ihre, Kumpanen zu sprechen. Ich bin nicht zum Vergnügen hier. In meinem Buch sind Sie alle verdächtig. Aber Sie hatten etwas mit Marina zu tun. Aber nur einer von Sie, Gott, nur einer von Ihnen kann Sie getötet haben. Aber wer immer es war, zeigte Gnade und verschonte das Kind. Wir wissen immer noch nicht, wer der Vater ist, aber ich habe so meine Ideen. Mein Blick liegt auf Pater Josiah. Immer umherirrend, auffällig, ich weiß das gar nicht so gut zu übersetzen. Die genau gleiche heilige Verhaltensweise. Nee, nicht unbedingt besonders fromm, wenn Sie mich fragen. Ich habe versucht, mit ihm vorhin zu sprechen, aber er hat zu tief in die Flasche geschaut, als dass es einen Sinn ergeben hätte. Wir haben ihn im Regen sitzen sehen. Sein Auto parkte mit diversem Krempel darin. Ich sah einen Teddy darin. Frisch vom Regal. Das fand ich seltsam. Was sollte ein Priester mit einem Teddy anfangen? Und dann ist hier ein brandneuer Kinderwagen. Siehst, ich sag's doch, wir hätten ihn wegschieben müssen. Naja, ich habe mir die Freiheit genommen und ein bisschen mit meinen Jungs drüber geredet. Ich muss zugeben, es war etwas auffällig. Aber hey, Sie haben dasselbe vorhin getan, oder? Ja, ich gebe es zu. Ich habe den Teddy auch gesehen und ich habe hineinsehen müssen. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie so ehrlich sind. Nun ja, ich habe etwas mehr herumgeschnüffelt als Sie. Ich habe die Freiheit genommen, alles einzeln umzudrehen. Und lassen Sie mich Ihnen sagen, wir haben eine Menge Hinweise gefunden. Liebesbriefe, die vor Leidenschaft trieften, zwischen Marina und Pater Josiah. Kleine Geschenke und Aufmerksamkeiten. Sogar Bücher über Vaterschaft. Ein rarer Schatz, das muss ich sagen. Nun stellen Sie sich das vor, ein junger Priester taucht auf mit einer Affäre mit einer schwangeren Frau. Sie gleiten mir durch die Finger, bis eines Nachts ich über ihren toten Körper stolpere.
Und dabei steht eine Kiste, die zu ihrer Kirche gehört. Pater Josiah sitzt sorgengrämend im Regen, kippt eine Flasche auf das Leben oder so. Ja. Ist er der Vater? Könnte er ein Messer in ihr Herz gestoßen haben? Hey, ganz locker. Ich habe die Handschellen noch nicht geschlossen. Es ist nur eine Theorie. Eine Möglichkeit, die Punkte miteinander zu verbinden. Aber ich könnte dasselbe über sie sagen, oder? Was? Sie waren verunsichert, Pater. Ich konnte es ganz klar an dem Tag sehen. Nee, ich konnte es plain as day. Es war, ja, hell leuchtend, ne? Also es war für mich ganz eindeutig. Der reine Blick auf sie. Sie wirkten, als hätten sie Dinge gesehen, die sie lieber nicht sehen wollten. Sie sind zurück zur Stadt gefahren, oder? Meine Jungs haben Wind bekommen von ihrem kleinen Trip. Sahen sie im Outskirts, also ja, im Gebälk, im Hinterland, im Wald umherfahren. Sehr seltsam, dass niemand bemerkt hat, wie sie verschwunden sind. Ich musste zugegeben, ich würde es selber wissen wollen. Was haben sie transportiert auf ihrem Truck, Pater? Eine schwere alte Kiste, möglicherweise. Ich lehne es ab, auf Ihre Frage zu antworten. Gehen Sie bitte. Verbergen Sie etwas, Pater? Sie zittern. Haben Sie was mit ihr getan? Wo ist Ihr Baby? Was haben Sie getan, Pater? Genug. Die Kirche wird sich darum kümmern. Nun bitte, gehen Sie. Wir haben ihren Kopf gefunden, Pater. Die Trennkante sagt uns, es wurde mit einer Axt durchtrennt. Erzählen Sie uns über den Killer. Es ist eine Sache, mit einer Axt den Kopf abzuschlagen. Aber jetzt muss ich mal gucken, was eine Hexe ist. Dann habe ich es mit Axt falsch übersetzt. Okay, es war so naheliegend. Ich habe mich von dem Hack irritieren lassen. Das ist einfach eine Säge. Aber dann verstehe ich seinen Punkt. Einmal mit einer Axt durchschlagen ist eine Sache schlimm genug. Aber sich die Zeit zu nehmen, es abzusägen, ist schon nochmal eine Nummer härter. Okay. Darum seine Frage. Eine Axt zu schwingen ist eine Sache, aber eine Säge? Das ist ein langsamer Akt des Abtrennens. Es braucht Zeit und Präzision. Entschuldigen Sie die Störung, Pater. Ich wollte das nett und leicht handeln. Aber Sie und Ihre Crew haben mir eine Abfuhr erteilt. Ich habe nicht viel übrig für Mörder, aber ich habe ein weiches Herz für die, die zu ihren Sünden stehen. So dass fast die Tränen fließen. Es ist beinahe berührend. Also, hier ist der Deal. Sie haben eine Stunde. Einer von Ihnen dreien wird gestehen müssen. Captain Arbogast threatened me. He demanded a confession. Despite insinuating that he suspected Father Josiah and perhaps Felix, I knew he actually had his eyes on me. But how could I confess to something I haven't done? I wasn't in good conscience ready to do that. Instead, I proceeded to look around for evidence that would tie either Josiah or Felix to her death. Okay, also er hat ja anfangs sehr viel über Josiah gesprochen, aber dann doch sehr ihn aufs Korn genommen. Er ist jetzt überzeugt davon, er kann es nicht gewesen sein, er wäre auch gar nicht in der Lage dazu gewesen. Aber ich habe da so meine Zweifel. Hier auch eher selten, so solche Animationen in einem Indie-Game. Cool. Hallo? Was war denn das?
Possession. Possession is the state in which a person's body is under the complete control of a demonic entity. This control extends to the individual's actions, speech, and behavior, effectively usurping their autonomy. Possession is considered a grave spiritual affliction, requiring the intervention of trained clergy. Clergy? Clergy? Ich weiß nicht. Specifically exorcists who employ ritual prayers and sacraments to liberate the possessed individual from the influence of the demon and restore their spiritual well-being. Gut, Besessenheit und Erlösung. Auf die harte Tour. Christ, that damned fool. Ich stehe noch? I was incredibly lucky that the blade didn't touch any of my vital organs. Ja, Arzt? Arzt? Junge, Arzt! Ich sag nur Arzt. Ach du Scheiße. Fast möchte man sagen, wir haben unseren Mörder. Aber dann hätte er es, glaube ich, gründlicher gemacht. My clothes were stained with blood. Darum ziehe ich mir jetzt Toilettenpapier an. Noch ein neues Magazin. Okay, Josiah. Da ist eine unausgesprochene Schwere zwischen uns, oder? Ich kann deinen inneren Tumult spüren. Und er spiegelt den meinen wider. Das Leid und der ständige Kampf gegen die Bedürfnisse. Die Nacht spendet. Spend tossing and turning, wrestling with our demons. They haunt me as much as they do you. Okay, die Nacht, ja. In der Nacht treiben uns Dämonen um und lassen uns hin und her werfen. Dich genauso wie mich. Okay. Ja, die. Das ausufernde Leid, das hier immer wieder thematisiert wird. Gut, ich brauche was Neues. Hier, Unterhose. Aber, ja, das Magazin kann ich nicht anziehen. Ich will die Unterhose. Baden? Warum ist ja nicht immer noch Wasser drin? Handtuch? Ja, das ist gut. Saubere Handtücher. Will er auch nicht. Aha. Painkillers, das ist auch gut. Sind leer. Ah, das ist gut. Ein Verband. Da gehe ich mit. Kann ich jetzt gehen? Not yet. Kann ich jetzt mal nach unten? Auch nicht. Okay. Ach so, was zu trinken. Ich hatte gedacht, ein Parfum. I patched the wound as best I knew how. Okay, jetzt saufen wir auch noch. But not as painful as the realization that my friend, Father Josiah, may have been the one who murdered Marina. It was at that moment that I decided to call the police and voice all my concerns. Gut. Fassen wir zusammen. Wir werden unerwartet von einem unserer Freunde beinahe abgestochen, haben eine Stichwunde im rechten Unterbauch. Und wir werfen unsere blutigen Sachen weg. Bis hierhin komme ich mit. Dass wir uns ein Trinken geschenkt. Verband ist gut. Aber wir ziehen uns jetzt nicht an. Da komme ich nicht mehr mit. Was soll ich tun? Ah, ja. Schön. Gut. Jetzt verstehe ich. Sehr gut. Ja, okay. Jetzt sind wir wieder auf einer Linie. Ich kann es nicht auslösen. Ich hoffe nicht, dass es ein Problem ist. Okay, I shouldn't waste any time. I call Captain Arbogast. And voice all my concerns. Okay, dann gehe ich am besten zu meinem Telefon, ne? So. Oh, kein Empfang. Tja, jetzt habe ich so oft wie eine Katze drumherum geschlichen, weil ich es nicht benutzen wollte und merke erst jetzt, es geht gar nicht. Okay, Josiah ist betrunken und gewalttätig und mit einem Messer bewaffnet. Ich fühle mich nicht sicher. Das verstehe ich. Und sein Zimmer ist auf einmal offen.
soll ich tun? Ich würde gehen, glaube ich. Ja, er sieht es anders. Im Keller? Nee, 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 nee. Aber haben wir hier nicht auch noch eine Hintertür? Er will nicht weg. Warum willst du nicht weggehen, Junge? Er will sich wirklich konfrontieren. Okay, dann tun wir das jetzt mal. Was soll schon passieren? Er wird ja kaum nochmal auf uns einstechen. Achso, das ist Felix. Okay, dann ist gut. Hey! Ey, tut mir leid, dass ich dich nicht zum Gebet in der Kirche begleitet habe. Ich hatte etwas Wichtiges zu tun. Keine Sorge, aber... Moment mal. Gute Güte, was ist mit dir passiert? Du bist verletzt. Bist du in Ordnung? Du siehst furchtbar aus. Hör mal, er sieht glänzend aus. Er sieht besser aus, als ich jemals aussah. Jesus Christ, du musst sofort zu einem Arzt. Bitte, nicht schon wieder. Du tust es immer. Ich kann selbst auf ihn aufpassen. Gut, ist ein Punkt, aber diesmal verstehe ich die Sorge. Das ist kein Bemuttern, das ist ein Problem. Hör auf ihn, bitte. Grundgütiger. Wirklich, du musst aufhören. Du kannst dich nicht weiter so strapazieren. Du wirkst erschöpft. Und diese Wunde, was ist passiert? Es geht mir gut. Bitte vergib mir, ich fühle mich nicht wohl. All diese Neuigkeiten im Radio. Oh ja, ich verstehe, diese grauenhaften Neuigkeiten. Was soll ich sagen? Du solltest dich damit nicht zu sehr befassen. Ich verstehe dich vollkommen. Ich weiß nicht, ob es so klug ist, all diese gruseligen Details über den Mord am Weihnachtsabend mitzuteilen. Gerade wenn die Kinder auf Santa warten. Es ist so gedankenlos. Gerade in der Zeit, die dafür gedacht ist, fröhlich zu sein und zu feiern. Ich versuche es zu ignorieren. Lass uns auf die warmen Seiten der Zeit konzentrieren und die Freuden, die sie bringt. Ach, apropos, ich muss zum Konvent. Wichtige Dinge, die ich für die morgige Predigt vorbereiten muss. Ich muss prüfen, ob die bestellten Blumen von letzter Woche eingetroffen sind. Es wird nicht lange dauern. Ruh dich etwas aus und pass auf dich auf. Und nimm was gegen Schmerzen. Mir gefällt diese Wunde nicht. Ich sehe dich morgen früh. Verstehe. Ach, apropos, kann ich dein Telefon benutzen? Okay, das Telefon in deinem Zimmer ist auch kaputt? Was für ein Zufall. Ich würde es dir anbieten, aber meins funktioniert auch nicht. Es ist seit einer Woche kaputt. Ich habe ständig vergessen, es in Ordnung zu bringen. Ich werde jemanden bestellen, der danach schaut. Ach, wo wir davon reden. Ich habe dein Telefon einige Male heute klingeln gehört. Ich frage mich, ob dich jemand erreichen wollte. Ist irgendwas passiert, wonach ich gefragt werden könnte? Nein. Hast du eigentlich Josiah gesehen? Nein, leider. Er war betrunken. Er hat gegen meine Tür geklopft vor einiger Zeit. Ich habe versucht, ihm Vernunft einzureden, aber das war völlig sinnlos. Armer Josiah. Ich habe ihn noch nie so gesehen. Tränen rannten von seinem Gesicht. Er hatte irgendwas von Liebe geredet, bevor er abgestampft ist. Er hat seine Probleme mit Alkohol. Aber dieses Mal hat er fast die Kontrolle verloren. Er ist so eine weiche Seele. Wer weiß? Vielleicht haben ihn die Nachrichten im Radio so verrückt gemacht. Diese furchtbaren Details. Es ist schwer, sich davon nicht tief berühren zu lassen. Aber ich muss jetzt gehen. Versprich mir, dass du dich vom Radio fernhältst. Ruh dich etwas aus. Und kümmere dich um die Wunde, okay? Ich verspreche es dir. Wir sehen uns morgen. Mach's gut.
Ich finde ja auch, Josiah und Felix sehen sich verdammt ähnlich. Oder liegt das nur an mir? Der eine mit, der andere ohne Brille. Okay, ich bin jetzt in Felix' Zimmer eingedrungen und suche nach Hinweisen. Oh ja, sein Zimmer ist ein bisschen kleiner. Kann ich mir nicht mal was anziehen? Meiner Frau hätte ich das wahrscheinlich nicht gesagt. Ja, so läuft's. Oh, da ist ein Safe. Aber ich komme nicht direkt ran. Okay. Okay. Ah, okay. Eine Notiz zum Exorzismus. Okay. Ah, es geht auch darum, genau. Man muss halt skeptisch bleiben und aufpassen, dass man die Leute, die man den Exorzismus unterzieht, nicht noch zusätzlichen Schaden zufügt. Und sie vielleicht eigentlich nur eine spezielle Medikation brauchen. Oh, das ist bemerkenswert einsichtig. Auf der anderen Seite, was mich am meisten besorgt, ist, dass der Teufel und seine Dämonen dankbar Vorteil davon nehmen, wenn jemand mental erkrankt ist. Um die Priester um das Opfer herum fernzuhalten. Das wäre in der Tat tückisch. Wiederum ist es tückisch, davon auszugehen und dann doch einen Exorzismus an jemanden durchzuführen, der eigentlich nur krank ist. Das ist ein kaum auflösbares Problem. Das ist ein Dilemma. Was haben wir hier? Oh, okay. Wisdom of the Elders, okay. So. Ich nehme jetzt mal meinen Übersetzer, bevor ich hier weiter vor mich hin stottere. Das ist ein etwas anspruchsvollerer Text. Ein ehrwürdiger, von Weisheit durchdrungener Ältester riet einem Bruder von der Sünde des Stolzes ab. Doch der Bruder, gefangen in der Blindheit seiner eigenen Gedanken, erwiderte: Vergib mir, Vater, denn Stolz findet in mir kein Zufluchtsort. Darauf antwortete der weise Älteste: Auf welche Weise könntest du, mein Kind, deinen eigenen Stolz deutlicher zum Vorschein bringen, als durch eine solche Antwort? Oh, ja, erwischt. Stolz geht vor der Zerstörung, ein hochmütiger Geist vor dem Fall. Sprüche 16, 18. Okay, hilft mir aber gerade bei meinen Recherchen nicht weiter. Okay, Schlafmittel. In großen Mengen. Die Flaschen sind leer. Genauso wie die Schmerzmittel im Badezimmer. Was, wenn Felix den Tee mit den Pillen gemischt hat? Oh. Okay. Pater Simon Lawrence. Okay. Und ich nehme wieder den Übersetzer. Haben wir, glaube ich, alle mehr von. Schon viel früher damit anfangen sollen. Also, mit Mr. Lawrence, das geistliche Leben blühte in unserer Gemeinde auf. Viele junge Männer wandten sich von der Dekadenz ab und schlossen sich sogar Klöstern an. Die örtlichen Banden legten ihre Waffen nieder und die Gewalt auf den Straßen schien ein Ende zu haben. Zum ersten Mal seit Jahren hat Pater Dr. Simon veranstaltete Prozessionen über die Hauptstraße und Hunderte schlossen sich dem Friedensmarsch an. Ja gut, mit der Syntax hat's die Übersetzung noch nicht so richtig, aber ich glaube, wir haben es alle verstanden. Allerdings rief Gott dessen gesegneten Mann zu früh auf seine Seite. Er starb erstickt an Kohlenmonoxid im selben Raum, in dem ich wohne. Ruhe in Frieden, okay? Das ist ein gutes Gefühl, in einem Raum zu schlafen, in dem jemand eine Kohlenmonoxidvergiftung hatte. Ich hoffe, es war geklärt, woher die kam. Dass hier nicht einer nach dem anderen stirbt. Ich habe sogar schon eine mögliche Ursache gefunden. Lüftet er denn gut? Kannte man ja doch, die Zusammenhänge würde man kennen. Ah, was verbirgt er hier? Sein Talar? Eine Kerze?
Boah, eine Kerze, jetzt haben wir einen. Marina Constanza. Her dismembered body has just been transported to Central Hospital for a thorough examination in a desperate attempt to further analyze the brutal murder. Meanwhile, her grieving husband remains in a state of profound shock, grappling with the horrifying reality of his loss. According to her husband, she had just given birth to a baby boy 2 months ago. The search for answers has been reluctantly halted for the evening, with plans to resume at the first light of morning. Despite the grim discovery of the body parts, one crucial element remains conspicuously absent, Marina's baby. Despite relentless efforts by both officials and volunteers, the whereabouts of the innocent boy remain shrouded in mystery, fueling chilling speculation of kidnapping, murder, or even falling prey to possible predation by wild animals. The widowed husband clings to fading hope, yearning to locate the remains of their precious child. Whatever the resolution of this case may be, his desperate wish is to reunite mother and child in a final solemn embrace, laying them both to rest in a Christian burial, albeit in the shadow of unimaginable horror. Okay, im Wesentlichen das, was wir schon wussten, aber jetzt ist es offiziell. Maria Constanza ist die Tote, die gefunden wurde. Der zweimonatige Knabe, den sie gebar, ist immer noch vermisst. Oh, hier haben wir auch noch was. Okay, die Errungenschaften der modernen Medizin sind bemerkenswert. Okay, ein Mittel gegen traumatische Erinnerungen. Nach 2 Tagen sendete mir Adrian einen Brief des Dankes. Okay, er hatte ihm eine Beichte empfohlen, okay? Und kriegt dafür Dank. Nachdem der Priester ihm im Namen des Gottes die Absolution erteilte, konnte er Freude auf dem Gesicht des Patienten sehen. Das sind Momente, in denen die Wissenschaft einen Vorteil haben kann von der Berührung des spirituellen Supports. Wie oft möchte ich das sagen? Oh! War das eben auch schon da? Okay, blutige Handtücher. Ich fasse sie nicht an. Ich werde sofort die Polizei anrufen, wenn das Telefon funktioniert. Hat er denn eins? Wie modern sind die eigentlich, dass die 48 schon 3 Leitungen in ihrem Haus hatten? Wo ist denn sein Telefon? Ich sehe keins. Was haben wir hier noch? Okay. Felix mag es elegant, vielleicht ein bisschen zu sehr. Ich mag es schlicht. Junge, hast du mal dein Zimmer angeguckt? Es ist nicht so vollgerumpelt, aber auch nur deshalb nicht, weil es größer ist. Du musst von dem gleichen Pomp umgeben, mein Lieber. Ah, hier ist ein Telefon. Aber es geht auch nicht. Vielleicht gehen wir jetzt mal wieder. Ah, wir gehen noch nicht. Was wollen wir da noch machen? Ich muss noch weitersuchen. Jetzt rollen wir mal wieder zurück, als sei nie was gewesen. Achso, ich soll es anzünden. Dann brauche ich wohl ein Feuerzeug oder ein Streichholz. Oder eine andere Kerze oder hier so ein Holzscheit. So. Genug Ideen, jetzt ans Werk. Ich finde hier nichts zum Zündeln. Na gut, ich habe vorhin ein ganzes Telefon übersehen. Das könnte jetzt nochmal ungleich länger dauern. Junge, hier brennen lauter Kerzen. Das wäre so einfach. Wäre geil, wenn das hier in der Dunkelheit läge, das Feuerzeug. Ja. Ist vielleicht nicht jedermanns Humor. Ah, ich habe was gefunden. Perfekt. Schnips.
Daten. Would you look at this? What kind of twisted fantasy are you living? This is stuff only a priest should possess. Oh, das wusste ich nicht. Wie gut, dass er sagt. Das ist also eigentlich Priesterzeug. Oh, und das ist sogar meins. Ah. Ja, Klerikerkragen. Wo hat das her? And behold, a Canaanite woman from that region came out and cried, Have mercy on me, O Lord, son of David, my daughter is severely possessed by a demon. Why he did not answer her a word. Okay. Ist er denn, hier Exorzist? Okay, er sollte das nicht in seinem Zimmer haben. Okay, das scheint ein wie heißt das nochmal? Ein heiliger Gegenstand zu sein. Ich komme gerade nicht drauf. Okay. Und hier kann ich leider... Doch. What's inside? Sei... Oh, unsere Ringe. Ja, stimmt. Der Bulle hat ja schon gesagt, wir haben unsere Ringe nicht an. Jetzt wissen wir, warum. Er hat sie. Er hat sie mir gestohlen. Der böse, böse Mann. Ja, das hatten wir, glaube ich, schon, ne? Ja. Oder? Ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube nicht, ne? Da schmeiß ich jetzt wieder den Übersetzer an. Echt praktisch. Ein entfernter Verwandter von mir, der mich dazu inspiriert hat, diesen Weg zu wählen. Er war viele Jahre lang ein einfacher Mönch, bevor er dem Ruf des eigentlichen Bischofs folgte, der ihn ordinierte. Er ist bekannt für die Gründung des St. Mary Convent, wo er dazu beitrug, viele Frauen zu rehabilitieren und ihnen eine neue Chance zu geben, die in ihrem Laienleben in die Irre geführt wurden. Viele der Nonnen wurde eine neue Chance im Leben gegeben. Tragischerweise wurde er eines Morgens von einer Schwester tot im Beichtstuhl aufgefunden. Sein Tod bleibt bis heute ein Rätsel. Ja, auch er wieder, nur 2 Jahre im Amt. Hier sterben die echt schnell. Man sollte hier, glaube ich, nicht bleiben. Oder maximal 11 Monate. Kann ich jetzt gehen? Nee. Was habe ich denn noch übersehen? Das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Das hatten wir alles schon. Achso, hier war ja noch der Tresor. Er macht sich gerade Sorgen, wenn er das aufbricht. Was soll Felix denken? Ja, meine Güte. Ich glaube, jetzt ist rum. Er hat uns bestohlen. Das hatten wir auch schon. Weiß nicht, ob wir darauf jetzt Rücksicht nehmen sollten. Nehmen wir den Burschen hier und hauen ihn dagegen. Problem gelöst. Aber nicht für ihn. Oh, hier ist jetzt was passiert. Ich habe die Figur gedreht. Ah, ein Schlüssel. Sehr schön. Hier? Ja. Na dann. Ich weiß nicht. Moment, er war doch hier sein Vorfahre. Wäre aber ungewöhnlich, ne? Das 23 bis 25 klingt sehr uneindeutig. Ist aber auch kein Datum. Proverbs Matthew. Ach, warte, die Sprüche hier. 16, 18. Und das war Matthew, ne? Ne, ich probiere erstmal 16, 18. Okay, dann muss ich nochmal nach Matthew gucken. Das ist nicht Matthew. Ach hier, Matthew 15, 22. Also 16, oh, muss ich mir merken. 16, 18, 15, 22. Na bitte.
Oh. Das macht keinen Scheiß. Hi. Felix. Nee, Rosaya. Felix ist mit Brille. Nein, Rosaya, ich weiß es nicht. I pleaded with him to stay away, to drop the knife, but the man wouldn't listen. I was frantically waving the revolver towards him when suddenly... Oh je. Rosaya, Rosaya. At that moment, I felt as if the devil had finally won. There was no reason for me to live. I was ready to put an end to it all when suddenly... Confession. The confession serves as the path to reconcile with God and cleanses the soul of the penitent. It is the first step towards spiritual restoration, and the sacrament of confession confidentially is paramount, with a priest solemnly committed to upholding the secrecy of each confession in accordance with the laws of the Church. Wisst ihr Bescheid? Here I am. Immer schön beichten. With Josiah's death weighing heavily on my soul, but it feels like it was bound to happen. I know it's difficult to accept, but he made two attempts on my life. It was purely self-defense. However, what I can't comprehend is why I'm being unjustly accused of Marina's murder. Why doesn't anyone believe I am innocent? Oh. Es ist sehr nobel, dass du dich entschieden hast, deine Sünden zu beichten. Wie auch immer, deine Geschichte ergibt noch nicht wirklich Sinn. Ich habe es wieder und wieder wiederholt. Abogast und seine Leute haben ein Geständnis aus mir rausgepresst. Für den Mord, den ich nicht begangen habe. Ich übernehme Verantwortung. Nee, genau. Für das Kind, das ich in Felix Raum entdeckt habe. Nee. Okay. Also, die Hinweise haben jedenfalls auf Felix hingedeutet und mich auf zum Kind geführt, gerade bevor sie mich verhaften wollten. Ich habe Marina nicht umgebracht. Ich bleibe bei meiner Unschuld mit jeder Fiber meines Körpers. Und ich werde auch ins Grab gehen und es immer wieder wiederholen. Verstehst du nicht? Es ist genau das, was sie wollten. Mich als einen verrückten Mörder darzustellen. Die ganze Scharade war darauf ausgerichtet, mich als Mörder zu markieren. Mir den Mord anzuhängen. Der ganze Skandal war orchestriert. Von Anfang an. Sieh dir die Hinweise an. Felix' verdrehte Fixierung auf dämonische Besessenheit. Er ist ein Homosexueller. Beruhige dich. Konzentriere dich. Atme tief ein und sag mir verdammt nochmal nicht, ich soll runterkommen. Ich bin der in Handschellen, nicht du. Mein Leben hängt am seidenen Faden. Blut wurde vergossen.
und sie radieren meine Geschichte aus. Ich sehe dem Tod entgegen. Ich lehne es ab, für ein Verbrechen zu sterben, das ich nicht begangen habe. Ich sage es euch allen, eine Verschwörung ist im Gang. Die Eminenz da selbst erklärte mich über Felix dunkle Gedanken auf und sein gewalttätiges Temperament. Er war auf Rosaya fixiert. Er hatte gute Gründe, sie umzubringen. Hör, du musst deinen Geist reinigen und... Was für eine Art Beichte ist das, Pater? Bin ich nicht dazu angehalten, zu teilen, was meine Seele belastet? Oh, wir haben eine kleine Bildstörung. So, zum Ende hin schwächelt das Spiel nochmal technisch. So, okay. Seit wann diktiert ein Priester einem, wie man zu beichten hat? Du wirst mich anhören. Mein Geist ist klarer, als er es jemals war. Die Polizei hat untrügliche Beweise über die Verbindung zwischen Pater Josiah und dieser Frau. Wenn Felix nichts weniger als ein verdammter Mörder davon erfahren hat, wird er sie sich geschnappt und umgebracht haben. Frag mich nicht, wie das passiert ist. Und ich weiß, er hat mich besucht, um seine Affäre mit Rosaya zu diskutieren. Ich habe etwas Tee gemacht. Und in dem Tee war etwas von den Schlafmitteln von Felix drin. Es gibt keine andere Erklärung für das, was passiert ist. Ich habe das Bewusstsein verloren und er hat sie umgebracht. Du sagtest, der Tee war unberührt, als du vom Friedhof zurückgekommen bist. Ich sagte dir, Vater, diese Dinge, die meine Sinne vernebeln, mein Geist ist durcheinander. Der Teufel hat mich manipuliert, wie du siehst, hat meine schwachen Seiten ausgenutzt, mir falsche Bilder eingegeben und meinem Gedanken Dinge beigefügt, die nie zu mir gehörten. Hör, deine Geschichte ist nicht schlüssig. Nun sei gut zu dir selbst und... Verdammt! Ich bin nicht bereit, etwas zu gestehen. Du musst verstehen, die Mächte des Bösen sind hier im Kampf. Ein Fluch liegt darüber. Wir müssen uns alle dagegen zur Wehr setzen. Die Dinge verlangen einen Exorzismus. Gerechtigkeit wird auf Erde und im Himmel widerfahren werden. Wir müssen all die verdorbenen Elemente reinigen und die Reputation der Kirche. Und das alles beginnt mit Felix' Ausschluss. Wenn es das ist, was du hören willst, höre, dass Felix bereits verhaftet wurde. Wirklich? Allmächtiger Gott, lobet den Herrn und die heilige Jungfrau. So. Warum wurde ich nicht früher darüber informiert? Warum werde ich immer noch festgehalten? Warum erlaubt die Eminenz, der Bischof, den weltlichen Mächten, mich derart zu erniedrigen und zu beleidigen? Ein Priester der Kirche. Warum spielst du so übel mir mit? Okay, ich, Pater Matthias... Felix, that is enough. You are not Father Matthias Martin. Oh? Was bedeutet das? Gab es ihn niemals? War er schon immer Felix? On that fateful afternoon, you received a phone call from Marina.
She wanted to talk about her relationship with Josiah and came over with her baby. They planned to leave that night. Yet your mind conjured a different image of her. Alluring, flirtatious, daring. In truth, she was merely a troubled soul seeking a fresh start. Regrettably, the phone in my room was broken, diverting the call to yours as we share the same landline. Alas, fate dictated that it was you who answered. I dare not say the murder was premeditated. You snapped upon hearing of Marina and Josiah's relationship. Her tale of their love likely struck you like a thunderbolt. The sight of their child overwhelmed you, serving as a harsh reminder that your desires would never be fulfilled. You dragged her body down into the basement, and you proceeded to dismember her with a demons conjured up this seemingly intimate encounter with her, perhaps as a facade to conceal your denial of what you've done. While I was at the chapel conducting the midnight service, you loaded the chest into your truck and drove to the old bridge. You claimed to have gone to the old cemetery with the intention of burying her corpse, but the chest mysteriously vanished. The truth is, when you arrived at the old cemetery, there was no chest in your truck. That's because you disposed of it by throwing it over the bridge. That's how the currents from upstream washed away all the body parts into the city. Father Josiah waited for Marina to arrive, but when he saw the stroller and heard the news of her corpse being found, he lost it. It wasn't difficult to piece everything together. It was a miracle, though, that you spared the child, whom I found in the basement. I locked him safely in my room and went straight to the police. You were arrested right after you found the baby. Praise the Lord. I dread to think what you could have done to him. Ach du Scheiße. Okay, also er hier ist Josiah, ja? Wir sind Felix. Und der, der wir zu sein glaubten, den hat es nie gegeben. Und er war eifersüchtig auf diese Frau und hat sie umgebracht und zerteilt. Und hatte eine seltsame Freude daran. Hat sie im Fluss versenkt, sie ist wieder an Land gespült worden. Er hat das Baby sichergestellt und er sitzt bereits in Haft. Okay, so sehr ich es hasse, das ist die Wahrheit. Who am I? Worüber um alles der Welt redest du? Was für ein verdrehtes Spiel spielst du, Felix? Da ist kein Spiel. Mein Leben hängt am seidenen Faden. Warum, um Himmels Willen, trägst du ein Kleriker-Shirt? Und die geheiligte Stola hängt über deine Schulter. Das ist verboten, du bist kein Priester. Ich muss verstehen und die Wahrheit akzeptieren. Du lügst. Ich weigere mich, deine Geschichte zu glauben. Ich weigere mich, dir zu glauben. Hörst du mich? Deine Geschichte ist schwachsinnig. Sie ist böse und verdreht. Du bist nicht Pater Matthias Martin. Ich werde keine Gerechtigkeit erfahren. Du hast dich mit Josiah die ganze Zeit verschworen. Diese Chimäre orchestriert, um mich für den Mörder zu framen. Du
Du bist eine Seuche. Du bist die Seuche der Welt, der säkularen Welt. Um meine Autorität zu untergraben und die heilige Kirche. Du bist dieser degenerierten Gesellschaft verfallen. Felix, auch wenn du weiterhin darauf bestehst, jemand zu sein, der du nicht bist, am Ende wird es doch dasselbe sein. Aber ich will nicht ins Gefängnis. Ja, ich gestehe vor Gott, ich habe gesündigt. Es gab Zeiten, da habe ich die Kontrolle verloren. Ich habe mich zu sehr in meinen Fantasien verloren. Habe ihnen erlaubt, die Macht über mich zu ergreifen. Ich habe nicht einmal versucht zu widerstehen. Bin in die Sünde abgetaucht. Habe mich in ihr verborgen. Sie war giftig süß. Verzweifle nicht, dort ist immer Hoffnung. Irgendwann wirst du heilen. Heilen von was? Was deutest du an, Felix? Dass ich verrückt bin? Oh, was für eine brillante Charade. Mich für immer in die Irrenanstalt zu werfen. Felix, offenbare den Teufel. Versteck dich nicht hinter der Reputation der Kirche, du Schlange. Aber denk an meine Worte. Diese Welt ist vergänglich, aber die heilige Kirche wird nicht unter verdorbenen Leuten wie dir zusammenbrechen. Oh, die Opfer, die ich für meine geliebte Kirche gegeben habe. Ich wünschte, ich hätte das Schlechte erkannt und die Kirche gereinigt von verdorbenen Elementen wie dir. Aber alles war umsonst. Das bist nicht du, Felix. Brich aus, du bist stärker als das. Gott, ja, yeah, ich bin stärker als das. Aber all die Träume, ehrenwert und berühmt zu sein. Ich wollte nur von allen geliebt werden. So wie du. Oh, und wie fertig ich jetzt bin. Ich habe mein eigenes Leben zu einem Albtraum gemacht. Ich habe nur nach, wenn ich nur nach Hilfe gefragt hätte, als ich sie brauchte. Wie dumm von mir zu denken, ich könnte wie du sein. Ich dachte, ich könnte alles tun in dieser Welt. Ich war so stolz. Mir wurde immer gesagt, ich sei der Beste. Ich kann alles erreichen auf dieser Welt, wenn ich es nur hart genug versuche. Wie arrogant. All diese Lügen, ich glaubte ihnen und jetzt sieh mich an. Ich habe etwas Furchtbares getan. Da ist immer Hoffnung auf Erlösung. Es ist tapfer, dass du gestanden hast, Felix. Gestanden? Ich habe nichts gestanden, du Elender. Die Scharade endet hier. Lass es uns hinter uns bringen. Ich möchte von ihr fortgebracht werden. Aber lass es sie alle hören. Ich warf mich den Wölfen als ein unschuldiges, wehrloses Schaf vor. Ich, Pater Matthias Martin, empfange das ultimative Sakrament. Nee, bin das ultimative Opfer. Lamm. You see, I'm hesitant to talk about this, but the rumors are true. I am a priest. I am Father Matthias Martin. And as I look at your face, your expression speaks volumes, young man. You have lived a sinful life. If it is true what they say, that you are a priest, then I'd like to unburden my soul. Ah, my child, how brave of you. Come, kneel before me. Fear not, our exchange shall be brief and entirely confident.
Okay, das hatte doch noch mal einige sehr heftige Wendungen genommen. Ja, vielen Dank, George Ramos P. Das hast du fein gemacht. Ein starkes Spiel. Alle Achtung. Es war unterm Strich, finde ich, eine Wendung zu viel. Das hätte man... Das... Aber es war okay. Wunderbar. Es war nochmal gut drüber. Es fügt sich aber ins Gesamtbild. So von Cheesy zu Horrorschocker zu Psychothriller zu alles. Eine Explosion an Wahnsinn. Ja. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.